Hallo zusammen, hier ist Christian Schlegel. Es ist der 7. Juli. Wir haben 15.03 Uhr. Noch 27 Minuten, bis die Amis aufmachen. Aber in diesem kleinen Clip geht es um den MDAX. Hatte ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Und man muss ja nicht immer sein Wohl im Nasdaq suchen. Vor euch liegt also der MDAX eine Kerze, einen Tag. Sehr schöne Performance, ja, von Mitte oder vielmehr fast Ende März hoch bis Anfang Juni. Und jetzt kämpft es hier. Es besteht, muss man ganz klar sagen, die Gefahr eines Doppeltops in dem Bereich von 27.243. Die gibt es. Schön ist es, dass hier die gleitenden Durchschnitte, der 10er, der kurze, den 20er, überrennt nach oben. Das ist grundsätzlich in Ordnung. Die Bänder sind super eng. Dieser Chill-Modus, den wir jetzt hatten seit Anfang Juni, mehr oder weniger 6 Wochen, sollte bald beendet sein. Also das hoffe ich zumindest auch. Die Bänder sind auf dem engsten Stand, seit wir das hier hatten im Februar. Die obere Begrenzung, sowohl vom Chart als auch von den Bändern, liegt im Bereich 27.243 und die untere Unterstützung ist die 25.325. Ich habe mich nicht an dieser Kerze aufgehalten, sondern ich nehme diese hier, weil wir das schon von hier ordentlich abgegangen sind. Das heißt, wir haben eine Range von rund 2000 Punkten, das ist viel, ja, das ist richtig viel, aber ich kann es nicht enger zusammenfassen. Hier zwischen laufen also 10- und 20-Tage-Linie, aber auch die 200-Tage-Linie. Der Trendfolger, den können wir vergessen. Denn ein Trendfolger folgt einem Trend. Wenn kein Trend da ist, wem soll er folgen? Vergessen Sie das. Aber in solchen, sagen wir mal, Chill-Phasen ist der meines Erachtens nach beste Indikator, ist die Slow Stochastic mit den Einstellungen 10-3-3. Weil da kann man schön die Tiefs noch teilweise mitnehmen. Und da passiert gerade eben was, dass sich hier oben dreht. Es ist noch kein, Sie wissen, ich sehe das sehr statisch, unter 80 erst ein Verkaufssignal. Aber ein Tag, der nur innerhalb der Kerze ist, die wir heute hier machen, egal wo er schließt, aber innerhalb der Kerze, würde hier Verkaufssignale auslösen. Also, das ist ein kann sein, muss nicht. Wie gesagt, die Chartpunkte sind für mich momentan wesentlich wichtiger. 27.243 nach oben, 25.325 nach unten. Für einen solchen Fall habe ich euch natürlich Scheine mitgebracht. Beide von Goldman Sachs, beide unlimitiert, also Open End. Und für den Call habe ich den hier genommen. Da liege ich hier noch unten drunter, unter dieser Kerze, die ich beschrieben habe. Und zwar bei 24.885 im Moment, 31, sich täglich aufbauend. Ist im Moment ein 14er Hebel, finde ich, ist eine, wie ich das immer nenne, gemütliche Option. Das ist die Kennnummer GC6UJT. Gustav Cäsar 6, Unsinn, JT. Theodor weiß ich, was hat man für J? Keine Ahnung. So, dann gucken wir mal nach dem Put. Und da gehe ich auch in den Bereich von einem 15er Hebel. Ganz aggressiv kann ich den natürlich ganz kurz hinter dieses Hoch hier setzen, hinter die 27.243. Aber das wäre selbst mir jetzt doch eine Ecke zu heiß. 28.669, da sind wir hier oben. Das ist okay, der Schein. 28.669,75 mit einem 14er Hebel. Okay, ich sage euch mal die Kennnummer, das ist die Gustav Bertha 9, Siegfried Heinrich Veronika, weiß ich nicht, V Victory. Den kann man nehmen, allerdings würde ich den deutlich drunter stoppen lassen. Wenn das Hoch bisher war, 27.243, würde ich den spätestens bei 27.500 stoppen lassen. Den würde ich auf gar keinen Fall bis zum bitteren Ende laufen lassen. Das wäre mir viel zu weit. Aber es ist ein okay Hebel, es ist eine okay Option. Ich möchte nicht viel tiefer rangehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Baba!